Wir beginnen dieses Mal leider traurig, da der Angriff von Orochimaru viele Opfer verlangte. Naruto schaffte es zwar, Gaara zu besiegen, aber der dritte Hokage musste sein Leben lassen, um seinen Schüler Orochimaru zu besiegen. Wir sehen unsere Konoha-Truppe am Trauern. Kishimoto versucht auch hier eine Frau aus der Anbu-Einheit Screentime zu verschaffen, aber komischerweise sehen wir sie danach so gut wie nie wieder. Ich glaube einfach, Kishimoto hat im Nachhinein keine Lust gehabt, die Anbu plotmäßig weiter auszubauen. Naja, back to business. Jiraiya ist am Spannen und wird aufgefordert, der nächste Hokage zu werden. Aber weil er keinen Bock hat, möchte er nun Tsunade aufwenden, damit sie den Posten übernehmen kann. Wir sehen dann, dass Asuma zusammen mit Kurenai auf Kakashi trifft, weil Asuma Süßes für Anko holen wollte, was anfangs nur ein kleiner Snack war, stellt sich in der Boruto-Epoche als fataler Fehler heraus. Ach ja, Kisame und Itachi sitzen auch im Laden. Ich habe sie nur nicht erkannt. Ich meine, schaut euch die beiden an. Die fallen kein Stück auf. Aber ja, Kurenai und Asuma riechen den Braten und stellen sich den beiden. By the way, ich finde es einfach geil, dass Itachis wahrer Grund nach Konoha zu kommen der war, dass er ein Statement nach Hirusens Tod setzen wollte. Frei nach dem Motto, hey, der Alte ist zwar tot, aber ich bin immer noch hier der geheime Boss, also mach keine Scheiße. Von Asuma bin ich hier auf jeden Fall beeindruckt, er konnte Kisame blocken, tolle Leistung. Ja, Kurenai, also sie ist ja nicht so lange Yone, das ist erstmal die erste Sache. Sie versucht hier den Mörder des talentiertesten Clans überhaupt, Itachi, mit einem Genjutsu zu besiegen. Kurenai versucht, Itachi mit einem Genjutsu zu besiegen. Lass das mal ganz kurz einsickern. Ja, was zum Teufel hat sich Kurenai da gedacht? Ich denke mal, dass sie dachte, dass ihre roten Augen auch als Sharingan durchgehen. Falls du es noch nicht gewusst hast, Kurenai, nein, tun sie nicht. Ja, deswegen kommt es eben auch so, wie es kommen musste. Itachi kontert Kurenai härter als Yugi Kaiba mit dem magischen Zylinder. Kakashi kann zwar Itachi blocken, aber er findet sich sehr schnell in seinem Tsukuyomi wieder, wo er einfach mal 72 Stunden am Stück mit dem Messer abgestochen wird. Schöner Urlaub für Kakashi. Da Kakashi von Akatsuki oder Akatsuki durch Jiraiya Bescheid weiß, will Itachi ernst machen, doch Kakashis bester Freund Maitogai macht den ganzen einen Strich durch die Rechnung. Kisame und Itachi machen dann einen Abgang. Währenddessen schafft es Jiraiya Naruto zu überzeugen, mitzukommen. Das Doppel-D-Paket von Tsunade hatte nicht genug Überzeugungskraft gehabt, aber das Rasengan zu lernen schon. Also machen die beiden sich auf. Sakura erfährt von Sasuke, dass Naruto derjenige war, der sie gerettet hat, und Sasuke trainiert weiter unter hohem Druck im Hinblick auf Narutos immensen Wachstum. Kakashi liegt auch erstmal wieder flach, Sasuke bekommt dann das mit Itachi mit und macht sich auch ihm hinterher. Jiraiya überlässt Naruto das Zimmer, weil er im Viertel, na gut, wie sage ich das jetzt am besten, dass es jugendfrei bleibt? Ja genau, er bezahlt eine Frau, dass sie mit ihm einen Kaffee trinkt. Ja, aber mal im Ernst, da wo Jiraiya sich überall rumgetrieben hat, würde es mich echt nicht überraschen, wenn wir in Boruto irgendwann mal ein Kind von ihm sehen würden. Sasuke klopft dann an die falsche Zimmertür an und Itachi sagt Naruto Hallo. Der Sasuke-Flashback zeigt, dass Itachi eigentlich ein guter Bruder war, aber niemand ihn ganz verstehen konnte und die wahren Hintergründe für das Massaker in Uchiha bleibt hier auch immer noch ein Mysterium. Aber Sasuke ist auf jeden Fall sauer, trifft auf Itachi und macht sein Chidori bereit, was sogar seine Haut teilweise wegfetzt. Ja, aber natürlich geht das Ganze nach hinten los. Bevor Kisame dann Naruto die Arme abpacken kann, wird er von Jiraiya gerettet. Itachi macht dann Sasuke klar, dass er noch mehr hassen muss. Sasuke erleidet nach Gaara eine starke Back-to-Back-Niederlage und eins der größten Naruto-Memes überhaupt wurde geboren. Sasuke ist komplett traumatisiert, weil er für 24 Stunden ein weiteres Mal das Uchiha-Massaker ansehen musste, aber Jiraiyas Froschmagen-Jutsu kann Akatsuki zu einer Flucht bewegen und mit schwarzen Flammen bahnt sich Itachi seinen Weg. Gai kickt dann Jiraiya, weil er ihn nicht erkannt hat, Naruto zeigt seine Entschlossenheit und sagt Jiraiya, dass er am nächsten Mal Akatsuki selbst in den Arsch treten möchte. Gai nimmt dann Sasuke mit und gibt Naruto einen neuen Anzug und wir können von Glück reden, dass Jiraiya Naruto verboten hat, den anzuziehen. Da Jiraiya ein guter Lehrmeister ist, nimmt er Narutos Geld an sich, damit der Kleine nicht alles auf einmal ausgibt, das übernimmt dann Jiraiya nämlich für ihn. Übrigens hat sich auch hier Shaozu in den Anime gemogelt. Naruto bringt dann Jiraiya Tintenfisch mit und findet ihn bei, ja, seinen Kolleginnen wieder. Da macht Möchtegern Gangster Stress und Naruto bekommt das Rasengan zum ersten Mal in Aktion zu sehen. Naruto trainiert dann die Chakra-Kontrolle für das Rasengan und die Spülung des Klo hilft ihm weiter. Glaube ich jedenfalls. Ach ja, Minato hat auch 3 Jahre gebraucht, um das hierzu hinzubekommen, beziehungsweise zu erschaffen. Durch eine Katze kommt Naruto auf den letzten Hinweis und benutzt seine andere Hand auch für das Drehen des Wasser. Bei der zweiten Stufe ist das Material aber 100-mal stärker. Naruto und Jiraiya teilen sich dann an Eis. Ich packe das deswegen mit rein, weil das für später noch eine extrem große Rolle spielen wird. Jedenfalls für Naruto-Fans mit einem Herz. Orochimaru scheint es währenddessen auch nicht so gut zu gehen. Durch die Konzentrationsstütze von Sensei Iruka schafft Naruto dann auch die zweite Stufe zu durchbrechen. Dann beginnt die dritte Stufe, jetzt geht es um die komplette Kontrolle. Tsunade trifft auf Orochimaru und wirkt extrem nett. Naja, bis wir ihr wahres Wesen kennenlernen, nachdem sie erfährt, was mit Sensei Sarutobi passiert ist. Orochimarus Arme zu heilen hat für Tsunade überhaupt keinen Sinn, aber Orochimaru erzählt dann, dass er in der Lage dazu ist, Tsunades Freund und ihren Bruder wiederzubeleben. Jiraiya bekommt dann Infos, weil er beim Glücksspiel bescheißt und Narutos Rasengan versuche, die Würfel nochmal umkippen. Tsunade bekommt eine Woche Bedenkzeit und Orochimarus Blut lässt sie panisch werden. Ja, sie
sie hat eine Phobie. Danach trennen sich wieder die Wege und Tsunade geht einen Saufen, wo sie auch Jiraiya trifft. Tsunade verheimlicht das Orochimaru-Angebot und lehnt den Posten des 5. Hokage ab. Sie redet auch davon, dass nur Idioten den Hokage-Posten annehmen würden und ihr Leben fürs Dorf opfern, genauso wie die 3. und die 4. Generation. Das schmeckt Naruto natürlich überhaupt nicht, deshalb greift er sie an und es kommt zum Showdown der beiden. Ein Fingerschnipsen reicht dann aus, um Naruto K.O. zu hauen, um nicht zu sagen, ihn fast zu töten. Tja, wie es aussieht, hat die gute Tsunade auch beim Meister Beerus gelernt. Narutos Traumrede, Hokage zu werden, erinnert sich dann wieder an Dan und Nawaki. Aus der Situation heraus bekommt Naruto beinahe das Rasengan hin, verkackt aber. Tsunade und Naruto wetten dann, ob er es in einer Woche hinbekommt, das Jutsu zu erlernen oder nicht. Bei einem Sieg bekommt er die Kette von Hashirama, bei einer Niederlage ist sein Bares wieder mal alle. Jiraiya und Tsunade gehen dann noch mehr saufen und Jiraiya macht klar, dass sie Freunde sind, aber wer das Dorf bedroht, bekommt es mit Jiraiya zu tun, bezogen auf Orochimarus Angebot für Tsunade, weil Jiraiya den Brat natürlich schon riecht. Shizune klettert Naruto über Nawaki und dann auf, dass die beiden den Anhänger trugen und bei dem Krieg gefallen sind, wodurch im Nachhinein Tsunade auch die Kriegsführung revolutionierte mit den Sanitätern in Yan. Eine Woche vergeht und Tsunade lockt Shizune aus und vergiftet Jiraiya, um den Handel mit Orochimaru einzugehen, unter der extra Voraussetzung, dass er Konoha in Ruhe lässt, was natürlich eine Lüge von ihm war. Tsunade jedoch versucht ihn nicht zu heilen, sondern umzubringen. Doch Kabuto bemerkt das und konnte sie stoppen. Nun kommt es zum Kampf. Da Orochimaru noch vom 3. Hokage geschäftet wurde, muss Kabuto für ihn kämpfen. Und der pfeift sich erstmal eine magische Bohne rein, um seine Hände mit Ki aufzuladen. Kabuto hat dann Muskelfasern bei Tsunade getrennt und auch die Brustmuskeln nicht verschont, weil das taktisch klug ist und nicht, weil Kabuto Tsunade da mal anfassen wollte. Nein, nein. Und jetzt kommt was, warum ich Naruto Classic so verdammt krank finde. Mit einem Schlag hat Tsunade Kabutos gesamtes Nervensystem durcheinander gebracht. Wenn er seine Hand bewegen will, bewegt sich sein Bein beim linken Fußgelenk, bewegt sich seine rechte Schulter und so weiter. Normalerweise würde das jeden Shinobi erstmal kampfunfähig machen. Aber nein, Kabuto hat nach nicht mal 10 Sekunden den Bogen raus und kämpft gefühlt besser als vorher. Junge, wenn mein Fuß mal einschläft, denke ich schon, dass ich nur mein Leben abschließen kann. Und der macht einfach mal sowas. Aber ja, Jiraiya kommt natürlich zur Rettung. Kabuto schneidet sich selber und wegen dem Blut kann Tsunade sich nicht wehren. Naruto checkt dann, dass Kabuto einer von den bösen Dudes ist. Und Kabuto sagt, dass seine Daten sagen, dass Naruto nicht das Zeug hat zum Ninja. Ja. Er hat ja nicht irgendwie den stärksten Hyuga-Sprössling und das Monster von Sunogakure Gaara besiegt. Natürlich, Naruto ist ein absoluter Loser. Narutos Attacke geht dann nach hinten los und Shizune rettet ihn. Da Jiraiya immer noch unter dem Einfluss des Gifts ist, kommt nicht Gamabunta, um gegen Orochimarus Schlange zu kämpfen. Nein, Gamakishi tanzt an. Der Kampf der zweiten Geigen geht dann los und Naruto muss sich wieder mal aus dem Bauch einer Schlange kämpfen, während Schlange Orochimaru auf Stachelhaar Jiraiya trifft. Bevor Kabuto Tsunade dann den Rest geben kann, zeigt Naruto, was wirklich in ihm steckt. Narutos Konter-Rasengan geht dann daneben und mit einem gerissenen Beinmuskel steht Naruto trotzdem wieder auf. Mit der einen Hand hält er Kabutos Kunai auf, mit der anderen versucht er ihn den Arsch mit seinem Rasengan. Naruto spuckt Blut und geht K.O., während Kabuto sein gesamtes Chakra auf den Bauch gesammelt hat, um so den Angriff von Naruto gerade noch überstehen zu können. Aber Kabuto hat Naruto wieder unterschätzt. Die Nachwirkungen der Technik machen Kabuto alle. Da Kabuto die, jetzt kommt mein Japanese, Kirai Kukai von Naruto und dem Kyuubi getrennt hat, konnte die Heilkraft des Kyuubi nicht zuschlagen, aber dafür war Tsunade hier da. Orochimaru greift dann Tsunade an, weil er Naruto töten wollte. Meine Theorie ist aber, dass er Tsunade an die Wäsche wollte. Ich meine, schaut euch mal die Szene an. Tsunade will ihr Leben für das Dorf einsetzen und nimmt dabei indirekt den Posten des Hokage an, deswegen stellt sie sich dem Schwerthieb von Orochimaru. Mit dem Byakugou no Jutsu heilt Tsunade ihre Wunden und durch diese Erfahrung konnte sie ihre Blutphobie kurieren. Danach gibt es eine Godzilla-Schlacht zwischen den Sannen. In der Schlacht ging es wirklich drunter und drüber, deshalb versuche ich gar nicht, das irgendwie zu moderieren, aber solche Kämpfe sind auf jeden Fall immer cool. Das Ende vom Lied ist, dass der Punch von Tsunade Orochimaru ganz schön zu schaffen macht. Tsunade verschrumpelt dann, aber das sehen wir als Zuschauer natürlich nicht ganz. Vielleicht aber beim nächsten Mal. Naruto kämpft dann nochmal gegen Oma Tsunade, wird durch einen Finger besiegt, aber bekommt diesmal einen Kuss auf die Stirn. Die einen werden sagen, es war eine Geste der Wertschätzung. Ich sage, das war ein Todeskuss von Tsunade, weil Naruto sie Oma genannt hat. Ich meine, bei Nawaki und Dan hat das ja auch schon funktioniert. Naruto hat doch übrigens den Anhänger von Hashirama bekommen und nun geht es zurück nach Konoha. Dort angekommen wird sie offiziell zum Hokage der 5. Generation ernannt. Ach ja, und Shikamaru hat beim Lotto verkackt und wurde nun zum Shunin. Aber hey, die Weste ist fresh. Tsunade taucht im Krankenhaus auf, spielt einmal Jesus und Sasuke wacht wieder auf. Auf der anderen Seite bekommt Lee die Horror-Diagnose, dass er keine Ninja mehr sein kann. Ino disst dann Shoji damit, dass Mädels nicht auf die dicken Typen stehen, aber Shikamaru macht ihm Mut, dass die meisten Jungs eher auf rundliche Frauen stehen und Ino auch beliebter wäre mit ein wenig mehr auf den Rippen. Shikamaru ist eben ein wahrer Freund und einfach um Shikamaru zu ehren, packe ich diese total sinnlose Information in das Video. Ich nehme auch mal an, dass Sasuke keine Äpfel mag und deswegen stößt er die weg und Naruto mag er anscheinend auch nicht mehr so dolle, deswegen möchte er ihn nun fertig machen. Auf dem Dach des Krankenhauses geht es dann los, Sasuke bekommt gegen die vielen Narutos Probleme, aber mit einem Feuerballjunge regelt sich das wieder. Daraufhin machen sich Rasengan und Chidori bereit, aufeinander zu prallen, aber Kakashi kann sie noch trennen. Sasuke freut sich dann im Ast ab, dass sein Chidori beim Wassertank mehr Schaden angerichtet hat, doch die Wahrheit ist, dass hinter dem Tank Narutos Rasengan viel mächtiger war. Kakashi versucht dann Sasuke zu überzeugen, wieder zu Sinn zu kommen. Sasuke meint dann aber, dass Kakashi nicht verstehen kann, weil er nicht weiß,
was es heißt, Leute zu verlieren. Ich meine, gehen wir das mal durch. Kakashis Vater hat sich selbst umgebracht und wurde im Dorf verachtet. Kakashi hat seinen besten Freund verloren. Er hat seine beste Freundin getötet. Und ach ja, sein Sensei ist draufgegangen und er musste mit Maito geitschen. Und ich glaube, das Letztere ist wirklich das Schlimmste. Hartes Schicksal. Sasuke beruhigt sich dann wieder, aber durch das Treffen mit Orochimarus Loser-Einheit sieht er, welche Kraft das Fluchmal hat und lässt sich auf den Deal mit Orochimaru ein. Gai überredet Lee, die 50-50-Operation zu machen, um wieder gesund zu werden. Und er sagt, hier auch, wenn die Operation fehlschlägt, nimmt Gai sich auch das Leben. In der deutschen Fassung sagt er, dass er dann seinen Job hinschmeißt. Ist ja ungefähr das Gleiche. Sasuke will das Dorf dann verlassen und Sakura droht ihm wie ein kleines Kind. Wenn du jetzt gehst, dann schrei ich. Naja, Sasuke bleibt ein Gentleman und bedankt sich für alles bei Sakura und knockt sie dann aus. So wie das eben Gentlemans tun. Am nächsten Morgen wird dann ein Team aus Genin unter der Leitung von Shikamaru zusammengestellt, da Konoha zurzeit ausgebucht ist, da alle Shunin-Unionen auf Mission sind. Sie haben im Kampf gegen Orochimaru viele Shinobi verloren und um immer noch Dominanz auszustrahlen, damit auch keiner Krieg anzetteln möchte, lehnt Konoha keine Aufträge ab, um eben diesen Status zu behalten. Auf Tsunades Empfehlung wird Naruto mitgenommen und Shikamaru rekrutiert noch Shoji, Kiba und Neji. Shino ging nicht, weil Kishi ihn wohl nicht mag und er auf einer Mission war. Naruto ist einfach ein Edelmann, er sagt zu Sakura, dass er weiß, wie sehr sie ihn liebt und dass er ihn zurückbringen wird. Naruto hat seinem Crush so etwas ins Gesicht gesagt. Naruto ist männlicher als wir alle zusammen. Und ja Leute, ihr wisst ja, wie das ist. Neue Freunde, neue Drogen. Nein, Spaß. Leute, Finger weg von Drogen. Aber Sasuke schluckt das Zeug einfach runter, um das Yuin in die Stufe 2 zu kriegen und versiegelt zu werden. Kishimoto hat das eigentlich nur eingeführt, damit Sasuke in diesem Arc kein Mensch ist, sondern zum Football wird. Glaubt mir. Damit wir als Zuschauer auch glauben, dass die Typen stark sind, machen sie auf ihrem Weg ein paar Shunin-Unionen platt. Team Shikamaru muss dann gestellten Fallen ausweichen und Naruto hätte beinahe verkackt. Aber Shikamaru, der Babysitter, ist immer da, um die Pappnasen zu retten. Da die Loser 4, ja so nenne ich die für diesen Arc, lassen, konnte Team 7 sie einholen und auf sie treffen. Der Dicke von den Loser 4 schließt sie dann in ein Netz. Ein. Sie verlieren immer mehr Chakra, also kann Naruto auch kein Rasengan einsetzen und dass Kiba es sich rausschafft, war ja zu erwarten. Shikamaru schafft es dann raus, da er durch Neji erfahren hat, wo die Chakra-Schicht am dünnsten ist und Shoji bahnt sich dann seinen Weg raus. Shoji verteilt dann magische Bohnen, also das tut er halt wirklich, und er möchte den Kampf alleine führen. Mich erinnert das an die Kindheit, wo der Dicke beim Fußball immer ins Tor musste. Mit den Drogen des Akimishi-Clan kann Shoji es mit Shoji in Böse aufnehmen. Shoji in Böse, auch bekannt als Jirobo, sagt dann, dass es unter 5 Leuten immer einen Trottel gibt, womit er sich im Prinzip selbst gedisst hat. Aber Shoji nimmt die gelbe Pille und gibt Jirobo eine ordentliche Schelle. Shoji wird dann selbst zum vertrauten Geist und setzt einen Bodycheck ein. Wir kommen dann zum Wehraffen von Naruto. In der zweiten Stufe ist Jirobo nämlich 10-mal stärker als zuvor. Durch Nakama Flashback Power und der roten Chili-Pille wird Shoji zum Ultra Instinct Schmetterling und macht Jirobo dann fertig. Für die Power-Scaler unter euch, Shoji ist im Schmetterling-Modus 100-mal stärker als zuvor. Shoji wird dann ohnmächtig, die rote Pille war immerhin ein Lebensrisiko und er sieht die Markierung und die netten Worte seiner Freunde, dass sie auf ihn warten. Shikamarus Tarnung als Jirobo fliegt auf und Team Shikamaru greift an. Diesmal geht der Angriff auf den Spider-Man von einem anderen Multiversum, in einem Spider-Man-Universum, nämlich nicht Peter Parker, sondern Peter Parker. Aber wie schon in Teil 1 des Videos gesagt, Nejis Training im Beyblade-Universum war nicht umsonst. Er ist der Hard-Counter gegen Peter Parker, Son. Nejis Entschlossenheit und seine Worte darüber, dass Narutos Augen besser sind als seine, ließen die beiden auch das Kriegsbeil endlich begraben. Ich dachte eigentlich immer, Shino wäre eklig gewesen. Aber der Spinnentyp spuckt aus seinem Mund einfach mit Spinnennetzen. Das ist ziemlich eklig. Neji befreit sich aus dem ekelhaften Zeug und haut wieder das 64-Händen-Maschinengewehr raus. Jetzt trifft Beyblade auf dem Bogen von Spider-Man. Nejis Byakugan-Augen haben einen 360-Grad-Winkel, deswegen kann er allem ausweichen und ich frage mich, wieso etwas überhaupt möglich sein soll. Naja, bis auf einen Fleck, den nimmt sich dann Peter Parker auch zum Ziel in der zweiten Stufe. Doch Nejis Chakra-Feld konnte ihn rechtzeitig warnen, weswegen er die Flugbahn des Pfeils verschieben konnte und mit einem geschmeidigen Loch in der Schulter gerade doch mal davonkommen konnte. Der nächste Schuss tötet ihn fast, aber Bounchan konnte ihn nochmal retten, da die Flugbahn wieder verschoben wurde. Der nächste Schuss trifft dann aber Neji benutzt den Pfeil dann, um sein Chakra zu Spider-Man zu leiten und seine Organe zu beschädigen. Ich glaube, Neji wäre hier gestorben, aber Kishimoto brauchte den Charakter wohl noch für Naruto Shippuden. Seine Rolle ist doch bestimmt ziemlich groß in dem zweiten Teil von Naruto, oder? Wie dem auch sei, am Ende macht Neji dann seinen Gegner zum Beyblade und gewinnt den Kampf. Da Orochimaru völlig am Ende ist, übernimmt er einen random Körper, um weiterleben zu können. Stellt euch mal vor, Sasuke wäre rechtzeitig eingetroffen. Da wäre Itachi aber nicht so happy gewesen. Wie dem auch sei, der Typ, den Orochimaru übernimmt, sieht so aus, als könnte er Mitsukis Vater sein. Shikamaru, Kiba und Naruto gewinnen kurz Sasuke zurück, weil sie Sakka und Hayuya mit Teamarbeit austricksen können. Doch Kimimaro spuckt ihn in die Suppe und holt Sasuke zurück. Akamaru fällt dann runter und Kiba springt hinterher, mit ihm auch Sakon, also Sakka. Hayuya kämpft dann gegen Shikamaru, weil Shikamaru irgendwie immer gegen Frauen kämpft und Naruto Sasuke hinterher geht.
spät. Getsuga Tenshu hat keine Wirkung auf Sakon und es wird ein 2 gegen 2 Kampf. Währenddessen beschwört Tayuya Straßenpenner und es wird auch für Shikamaru eng. Da Sakon zum zweiköpfigen Teufel wird, pisst Akamaru ihn an und Kiba verwandelt sich zum zweiköpfigen Hund. Sakon und Ukon gehen dann die Scheidung ein und Kiba und Akamaru trennen sich auch wieder, da das Riesentor ihren Angriff aufgehalten hat. Und aus Prinzip pisst Akamaru nochmal Sakon an. Dann mietet sich Yukon ein neues Zuhause, New Kiba City. Übrigens wollte ich hier anmerken, dass ich als Kind nie gecheckt habe, dass Kibas Kapuze eigentlich nicht seine Haare sind. Da Kiba sich selbst absticht, geht Ukon wieder aus ihm raus und Kiba kann mit Akamaru fliehen. Narutos viele Doppelgänger werden währenddessen nach und nach von Kibimaros Knochen besiegt und Shikamaru, der keine Ahnung von Musik hat, kann Tayuya austricksen, indem er ihre Position der Finger liest. So fesselt er ihre Monster unter seinen Jutsu und als Tayuya sie wieder zurückruft, hat Shikamaru sie gefangen. Tayuya Stufe 2 ist zu viel für Shikamaru, deswegen ist er kurz im Genjutsu gefangen, aber durch das Brechen seines Fingers mit dem Kagemane no Jutsu kann er das Genjutsu brechen und es wird zu einem Ausdauerkrieg. Bei Naruto ist jetzt auch das Mittagessen fertig gekocht und Sasuke steigt aus dem Kessel. Naruto geht dann Sasuke hinterher, weil Lee dann Kimimaro übernimmt. Doch im Krankenhaus erfahren wir, dass zwar seine Operation geglückt ist, aber er Sake anstatt Medizin mitgenommen hat. Also haben wir hier den Drunken Master Lee. Die Drunken Master Force ist dann extrem erfolgreich und extrem lustig, für den Zuschauer jedenfalls. Komm her! Dir zeige ich, was ein Wesen ist, Urlake. Sehe ich für dich so aus, als würde ich einfach so auf einer Wiese einschlafen, so nackt Frosch. Bin ich Heckenpenner oder was? Aber Kimimaros Kekkei-Genkai ist dann noch zu mächtig für Lee. Bevor dann Kiba, Shikamaru und die sterben, kommen Temari, Kankuro und Gaara zur Rettung. Von Umweltschutz hat Temari wohl auch nicht viel gehört. Sie macht aus dem ganzen Wald Kleinholz und besiegt damit Tayuya und rettet Shikamaru seinen Arsch. Kankuro hat hier seinen ersten und letzten coolen Moment in der gesamten Naruto-Geschichte. Er fängt Sakon in seiner Puppe und spießt die beiden auf. Also Sakon und Ukon, die sind in einem Körper und werden dann von der Puppe gefangen und ich will gar nicht wissen, wie Kankuro die Scheiße nachher gesäubert hat. Gaaras Sandgraf fehlt Schläg und Kimimaro kann in seinem Dinosaurier-Modus die Sandwelle von Gaara ebenfalls negieren. Kimimaro dominiert dann Gaara und Lee und nur Sand Jindo Jun konnte sie dann retten. Doch bevor Kimimaro beide abschlachtet, verliert er das letzte bisschen Leben und stirbt mitten in seiner Attacke, weil er im Vorfeld schon sehr, sehr stark angeschlagen war. Und wir kommen zu dem, auf das ihr gewartet habt, Naruto gegen Sasuke. Naruto ist geschockt und Sasuke lässt ihn wissen, dass er schon abgeschlossen hat, will nur noch seine Rache, alles andere ist ihm egal. Sasuke macht dann Naruto fertig, weil mit dem Mal ist er einfach zu stark. Wir bekommen dann den gesamten Itachi-Flashback aus der Sicht von Sasuke und das werde ich hier kurz zusammenfassen. Itachi war eigentlich ein korrekter Typ, Sasukes Vater hat ihn nie wirklich anerkannt, obwohl das nicht so stimmte, Sasuke dachte das nur und Itachi hat irgendwann bei den Uchiha den 31er abgezogen und alle abgemurkst, bis auf Sasuke. Naja, das ist jedenfalls der Wissensstand, den wir bis jetzt haben. Sasuke und Naruto öffnen dann den ersten Kampf mit einem Chidori Rasengan, Schlagabtausch. Nach diesem Clash versteht Naruto auch endlich, dass Sasuke ihn wirklich umbringen wollte. Es ist zwar eine harte Pille, die er schlucken muss, aber da muss er jetzt durch. Danach durchbohrt Sasuke Naruto mit seiner Hand, aber seine Kyuubi-Connection klärt das schon für ihn, also er heilt sich einfach ganz schnell. Naruto kann sich dann auch endlich überwinden und kämpft jetzt richtig. Auch schön zu sehen, dass Sasuke dann mal richtig krass auf den Sack bekommt. Sasuke meint dann, dass Naruto nicht verstehen kann, da er noch nie etwas verloren hat, was ihm wichtig ist. Doch Naruto steht hier genau davor. Mit einer Niederlage würde er seinen Bruder Sasuke verlieren. Sasuke bekommt dann aber wieder einen Powerboost, das dritte Tomoe seines Sharingan. Nun kann er die Angriffe kommen sehen. Um diesen Boost zu kontern, bekommt Naruto einen weiteren Boost und leiht sich mehr Kyuubi-Chakra. Da das Kyuubi-Chakra auch eigenständig angreift, geht Sasuke auf Abstand. Narutos Chakra greift ihn dann trotzdem an und Naruto gibt Sasuke einen richtigen Saitama-Schlag. Und wie kontert man dann so einen starken Powerboost? Mit einem weiteren Powerboost. Also geht Sasuke in Stufe 2. An dem Ort, wo einst Hashirama und Madara gekämpft haben, haben Naruto und Sasuke dann ihren letzten Chidori Rasengan Clash. Naruto verliert den Kampf, aber Sasuke wird auch beinahe nochmal umgekehrt. Kakashi findet dann einen bewusstlosen Naruto wieder auf. Sasuke hat Naruto nicht getötet, weil er nicht auf seinen Bruder hören wollte, der ihm gesagt hat, dass er seinen besten Freund umbringen soll. Und er macht sich dann auf zu Orochimaru. Ich weiß zwar nicht, woher Sasuke den Weg kennt, aber so endet dieser Kampf hier. Wir sehen auch Zetsu-chan, der den Kampf beobachtet hat. Damals dachte ich noch wirklich, das ist ein echt cooler Charakter. Shikamaru lernt dann auf den harten Weg, was es heißt, ein Gruppenführer zu sein, aber diese erste Mission ließ ihn enorm wachsen. Sakura ist wegen ihrer Hilflosigkeit am Boden zerstört und wird dann zu Narutos Schülerin. Mal sehen, wie sich das dann später ausspielen wird. Hiraiya sagt dann, dass er es gut sein lassen soll, aber Naruto will Sasuke nicht aufgeben und Naruto ist es egal, ob er deswegen für meinen Dummkopf bleibt. Naruto geht dann mit Hiraiya 2,5 Jahre trainieren und wir sehen das erste Mal Akatsuki. Dann kommt der Obito-Flashback im Manga, aber den nehmen wir uns auf, denn das Video ist schon lang genug und wir sind endlich am Ende angekommen, denn was alles jetzt folgt nach dieser Folge ist, glaube ich, die schlimmste Welle an Filler-Folgen von Naruto. Und als Kind habe ich das geglaubt und das war sehr, sehr schmerzhaft, deswegen möchte ich euch das nicht antun. Das wäre es gewesen von Naruto Classic.
So, Freunde, ein weiterer Anime-in-Minuten-Part wäre geschafft. Die ganze Naruto-Classic-Story ist damit abgehandelt, aber natürlich geht es im Manga noch weiter, so wie im Anime, nämlich mit Naruto Shippuden. Und deswegen stehen wir auch schon vor dem nächsten Part, der kommen sollte, und zwar Naruto Shippuden in Minuten. Ich denke, da werden so 4 bis 5 Parts möglich sein. Je nachdem, wenn ihr den Part sehr schnell sehen wollt, dann würde ich mich hier über 9000 Likes extrem freuen. Dann werde ich da mein Bestes geben, um das Ganze nächste oder übernächste Woche zu liefern, weil das könnte ein wenig länger dauern, auch wegen der Vorbereitung. Wie dem auch sei, ihr habt die Like-Ziele eigentlich immer gecrushed, deswegen glaube ich, werdet ihr das hier genauso tun. Ich bedanke mich dafür, dass ihr das Ganze so stark supportet, und nochmal hier an dieser Stelle: die Dragon Ball Saga ist ebenfalls beendet. Ich habe jeden Part zum Originalmanga von Akira Toriyama fertiggestellt, von Dragon Ball oder auch Dragon Ball Z, deswegen könnt ihr das gerne auch abchecken. Ich bin da draußen, ich bin gespannt auf euren Lieblingsmoment von diesem Part hier, von dem Teil 2 von Naruto Classic. Was hat euch am besten gefallen? Ab in die Kommentare damit. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.